Ja, willkommen zurück zu Schritt 2 bei der Bewertung von abnutzbarem Anlagevermögen nach Handelsrecht, nach HGB. Und wie immer ist das hier die letzte Folie des vorherigen Videos, also von Schritt 1. Kurzzusammenfassung: Es geht um die Bewertung von einem PKW. Anschaffungskosten 28.400 Euro und regulär würde er 5 Jahre im Betrieb verbleiben und über 5 Jahre abgeschrieben werden. Aber im ersten Jahr bereits, also wir haben es gekauft am 01.01.00 und bereits am Ende des Jahres gibt es diesen Motorschaden und der Wert sinkt auf 20.000 Euro. Und ganz wichtig nochmal, in Schritt 1, also zu Beginn bei abnutzbarem Anlagevermögen, müssen Sie immer erstmal linear und planmäßig abschreiben. Also das, was wir ohnehin abgeschrieben hätten, den Wertverlust, den dieser Gegenstand ohnehin hat, auch ohne diesen außerplanmäßigen Sonderfall des Motorschadens. Und das wären die 5.680 Euro. Und regulär wäre dieser PKW also am 31.12. in der Schlussbilanz 22.720 Euro wert. Aber Sie sehen es ja, durch den Motorschaden ist der Wert auf 20.000 Euro gesunken. Und wir müssen jetzt entscheiden, welchen Wert nehmen wir denn tatsächlich in der Bilanz. Und das machen wir wieder anhand der 5-Schritt-Methode. Wir gehen die Schritte durch. Wo ist dieser Gegenstand in der Bilanz zu finden? Das ist Anlagevermögen dieser PKW, und zwar abnutzbares Anlagevermögen. Wir müssen jetzt den Regelwert mit dem Zeitwert vergleichen. Der Regelwert sind die fortgeführten Anschaffungskosten, wie sie hier heißen. Hier könnte auch Regelwert stehen. Und das sind die 22.720 Euro. Und der Zeitwert, das ist der Wert, den der PKW am Ende des Jahres aufgrund des Motorschadens hat. Also der Marktwert könnte man auch sagen. Das sind 20.000 Euro. Und der Regelwert, der ist jetzt höher um 2.720 Euro. Wir müssen jetzt entscheiden, ob das Ganze vorübergehend oder dauerhaft ist. Und so ein Motorschaden, der geht ja nicht weg. Der bleibt erstmal, wenn er da ist. Und deshalb ist es eine dauerhafte Wertminderung. Und jetzt müssen wir uns entscheiden und auch begründen, warum wir uns so entscheiden. Wir setzen das Ganze zum Zeitwert an, aber warum? Bei einer dauerhaften Wertminderung besteht eine Abschreibungspflicht. Also, wenn dieser Gegenstand, dieses Anlagevermögen, dieses abnutzbare Anlagevermögen dauerhaft gesunken ist, dann haben wir gar keine Auswahlmöglichkeit, dann ist es verpflichtend, dass wir das abschreiben müssen. Und das Prinzip wäre das gemilderte Niederstwertprinzip, so heißt das. Und der Schritt 5 ist ja immer recht ähnlich, weil man da eigentlich nur noch mal sagt, welcher Wert wird dann jetzt genommen. Bilanzansatz zum Zeitwert, und jetzt steht er auch noch mal da von 20.000 Euro. Hier wieder die etwas schnellere Version, der Regelwert-Zeitwert-Vergleich, wie ich ihn immer nenne. Regelwert 22.720 ist größer als der Zeitwert. Die Entscheidung, das ist der Pfeil hier, Bilanzansatz zum Zeitwert von 20.000 Euro. Und die Begründung haben wir gerade gehört. Wegen der dauerhaften Wertminderung haben wir eine Abschreibungspflicht, deswegen Ansatz zum niedrigen Zeitwert, und das ganze Prinzip wäre das gemilderte Niederstwertprinzip. Und jetzt machen wir das auch. Jetzt kommt eben zu dieser planmäßigen, bei uns ist es eine lineare Abschreibung, noch die außerplanmäßige Abschreibung dazu, und das wären die 2.720 Euro, die wir brauchen, um dann eben auf den 20.000 Euro zu sein, den der PKW am Ende des Jahres dann wirklich noch wert ist. Die Buchungen gibt es auch dazu, und zwar einmal die vorbereitenden Abschlussbuchungen und die tatsächliche Abschlussbuchung. Die vorbereiteten sind immer die Abschreibungsbuchungen und die Abschlussbuchung dann wirklich das Verbuchen des Gegenstands in der Schlussbilanz. Und es gibt immer wieder Fragen, was sind denn das hier für Zahlen? Das sind die Kontennummern aus dem Industriekontenrahmen, und bitte prüfen Sie, ob Sie vielleicht einen anderen Kontenrahmen verwenden bei sich an der Schule oder an der Uni oder an der Hochschule, dann könnten diese Zahlen anders sein, aber das hier sind keine Eurobeträge, das sind die Kontennummern. Ja, also als erstes müssen wir ja, das kennen Sie aus Videoschritt 1, die planmäßige Abschreibung durchführen. Das ist Konto 6520 an 0840 Fuhrpark. Das sind die 5.680 Euro, und jetzt kommt noch die außerplanmäßige Abschreibung hier aus Schritt 2. Eben die 2.720, und wenn wir diese beiden Werte abbuchen in dem Jahr 00, dann kommen wir auf den tatsächlichen Wert des PKW von 20.000 Euro, und so kommt er dann auch in die Schlussbilanz. In der Schlussbilanz am 31.12. steht der Fuhrpark mit 20.000 Euro, und das ist dann der tatsächliche Wert, und der ist korrekt und auch korrekt geprüft nach HGB.